Also, Entschuldigung, kurz noch einen Tee geschlürft. So, das hier wird sich gleich resetten. Das ist bestimmt hier oben hochgewachsen. Und die hier sind bestimmt despawned. So, da haben wir sogar schon ein paar Träubchen. Und auf der Seite ist nichts passiert, oder was? Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Warum ist der hier nicht gewachsen? Steht auch nichts. Da steht kein Text irgendwie, was er braucht. So, und hier sind Trauben. Hör damit. Und wir haben Samen gekriegt, meine ich doch. Man kriegt also auch Samen, wenn man hier was abbaut. Gut. Ja, also ich bin ganz ehrlich, das war ja auch nur zu experimentellen Zwecken. Vor allem ist das hier viel zu dicht, ne? Ich reiß das mal wieder weg. Wir haben ja jetzt einmal was abgeerntet. Wir haben zwar jetzt mehr Samen verloren. Stimmt, ich hätte die anderen Samen mal mitnehmen sollen. Wir haben jetzt so 5. Aber ich glaube, 5 reichen auch für das, was ich vorhab. Ja, von der einen Seite und anderen Seite geht natürlich nicht. Ich reiß mal alles weg und guck mal, was dann mit den Pflanzen passiert. Die werden bestimmt einkrachen, ne? Die haben eine eigene Stabilität sozusagen, die man nicht sehen kann, ne? Gut. Sogar die unteren gehen weg, wenn da nicht irgendwas ist, woran sie sich festhalten können, ne? Gut. Diese hier mache ich mal weg, glaube ich. Weil nicht, dass sie hier einfach wachsen. So. Also es hat natürlich wasted, ich weiß. Aber keine Sorge, ich glaube, die Trauben sind so extrem ergiebig. Das kriegen wir locker wieder rein. Ah, hier ist ja doch was gewachsen. Hervorragend. Nice. So, dann kann ich hier mal alles abreißen. So, das sollte reichen. Der Rest wird einkrachen. Und dann kann ich mich hier um die restlichen Pflänzchen kümmern. Hier ist noch eine. Und das war's, ne? Ich guck nochmal. Jo, sieht gut aus. So, hier sind die. Hier ist die Grenze von Grasland zu Ebenen. Ich weiß immer noch nicht genau, wo wir die Weinreben hinmachen sollen. Das hier finde ich übrigens voll geil. Und das finde ich so geil, dass ich sogar hier noch eine dritte daneben mache. So. Oder? An den dran. Dann wächst hier auch noch eine hoch. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall das schon mal, weil das passt ja perfekt, ne? Das ist hier unser Farmhäuschen. Aber natürlich möchte ich auch gerne Massenproduktion. Und was ich auch festgestellt habe, ist dieses so längs bauen ist schwierig, wenn es hier halt abschüssig ist, ne? Das ist echt doof an unseren Feldern. Das mag ich auch gar nicht an unserer Felderbase. Dass sie so, dass sie ein Hügel ist. Das heißt, wir müssten die so bauen. Beziehungsweise so rum. Und ich baue einfach mal drauf los, wa? Warte mal, wir sollten die tiefste Stelle nehmen. Das wäre hier. Und dann bauen wir mal weiter. Hier so. Ich mache einfach mal. So und so. Ich glaube, das reicht erstmal. Und die mache ich jetzt sogar 3 hoch. So. Sehr gut. Und so. Und dann mache ich mal den hier. Wir machen hier ein. Dann hier ein. Und hier ein. Und gucken, was passiert. Und wenn das hier ergiebig ist, das glaube ich nicht. Ach ja, stopp. Bevor ihr wächst. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine bessere Idee. Weil, Moment, ich gehe noch mal kurz zur... Halt, Nahrung. Ich gehe noch mal kurz ins Lager. Denn wie es aussieht, klettern die nicht nur an diesen normalen Holzwänden hoch, sondern wir können auch was Hübscheres nehmen. Das hier zum Beispiel sieht geil aus. Oder das hier. Oh, das ist geil, oder? Teer und Edelholz, komm, let's go. Holz rein. Dann Edelholz. Nehmen wir mal 2 Dinger mit. Ich glaube, das ist viel zu viel. Und ein Batzen von dem Teer. Und dann gehen wir wieder durch die... in die Felderbase. Also zurück. Sehr gut. Und die Pflänzchen hatte ich hier. Benötige eine Wand in der Nähe. Ja, ja, die kriegst du. Wenn ich so mache, kann ich die aneinander bauen? Ja, kann ich. Sehr gut. Warte, dann mache ich mal... so, dass der in der Hälfte ist. So. Halt, der ist nicht in der Hälfte.
So ist er in der Hälfte. Und dann machen wir das, ne? Viel schicker. Und so. Das war ein Tipp von Maria. Und du hast absolut recht. Das sieht viel hübscher aus als diese hässliche Wand. Vor allem, weil man durchgucken kann, ne? Bin sehr gespannt. Und ich glaube ja, die wachsen hier auch hoch. Zählt ja auch als Wand. Ist ja auch im Baumenü unter Gebäude sozusagen gezählt, ne? Und ich glaube, noch höher zu bauen macht keinen Sinn, weil dann kämen wir den nicht mehr ran. Also ich glaube, 3 ist das Maximale. Gucken wir mal, was passiert. Und außerdem haben wir ja das hier noch und da werden wir dann auch sehen, was passiert. Sehr gut. Das war mir ebenfalls ein Anliegen. Nice. Dann würde ich sagen, ab nach unten. Den ganzen Klumpatsch wieder einsortiert. So. Dann natürlich alles rappen. Das Werkzeug. Das packe ich ja immer repariert wieder zurück. So. Dann die Samen hier rein. Und die Beeren hier rein. Aha. Wir haben schon 2 Stacks voll. Nice. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir gehen wieder in die Aschenlande, ne? Jetzt mit unserer neuen Rüstung sollten wir auch deutlich schneller Mana regenerieren. Apropos, ich baller mir mal Nahrung rein. Und mich würde jetzt... Da sieht man es, wie schnell wir regenerieren. Warte mal, wenn ich die jetzt auch noch ansetze. Oh ja. Das ist spürbar. Das ist schon spürbar. Not bad. Und ich guck mal, wie spät ist es? Sonne geht gerade unter. Was ist denn hier mit dem Schatten? Sag mal. Muss ich die Bäume fällen, wa? Die da? Die sind ja maximal im Weg. Gut, wie auch immer. Ich würde sagen, wir schmeißen uns kurz in eine Pofe und dann ab in die Ashlands. Vor allem ist da, ne? Kommen wir jetzt viel schneller in den Portalraum. Oh. Das war sowas von dringend notwendig. Oh, das ist jetzt asymmetrisch. Mit den Laternen, ne? Ich lasse es erstmal so, das können wir später machen. Und ich würde erstmal sagen, gute Nacht. So, guten Morgen und wir haben alles. Dann würde ich sagen, Jump. Oh, geil. Da werde ich mich sowas von schnell dran gewöhnen. Huch, oh ne, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank, es geht wieder. So, und dann würde ich sagen, wir gehen zurück in die Aschenlande und zwar durchs Reiseportal, weil da gab es ja noch ein bisschen was an Erz abzufarmen. Dann würde ich sagen, das machen wir halt. Das Licht brauche ich nicht. Das ist nur Platzverschwendung. Und ich brauche jede Art von Mana-Regeneration, die ich kriegen kann. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir gehen hindurch. Perfekt. So. Und da hinten, ich weiß nicht, ob das einer ist, aber der da definitiv. Da würde ich auch direkt hingehen und das Portal erstmal hier lassen, ne? Oh nein, bitte nicht. Ich konnte gerade so gut gucken. Jetzt sehe ich nichts mehr. Ich lasse das Portal hier erstmal stehen, weil das nicht so weit weg ist. Ich markiere mir das aber. Oh, stimmt. Da sind wir ja gestorben. Oh Mann. Ich mache einfach mal so. Reise. So. Damit wir wissen, wo wir hinlaufen, wenn nachher plötzlich irgendwie ein Sturm anfängt oder so. Und außerdem hat Thomas mir geschrieben, ich bin ja letztes Mal da gestorben beim Abbauen von diesen Lava-Bubbles. Und diese Dinger kann man wohl auch mit Pfeil und Bogen abbauen. Geht das dann auch mit unserem Feuerball? Und ich habe mich sinnlos die ganze Zeit in den Tod geworfen. Das ist gut möglich, das werde ich gleich mal ausprobieren. Weil es ist ja natürlich ein Erz, also ein Erzklumpen. Und bei diesem Spiel kann man Erzklumpen immer nur mit der Spitzhacke abbauen. Sonst kriegt man einfach, sonst macht er einfach gar keinen Schaden, ne? Aber gut. Da hinten ist ein Spawner, den mache ich mal kaputt. Und hier können wir Schwefel abernten, das mache ich auch gleich. Erstmal mache ich dich platt. So. Mana-Regeneration, das bin ich sehr gespannt. Ja, geht schon echt schneller, ne? Aber ich weiß es nicht. Das ist auch schwer abzuschätzen, weil es ist ja tatsächlich irgendwie nur 10 Prozentpunkte oder was. Treffe ich überhaupt? Ja, ne? Ja, so allmählich habe ich den Dreh echt raus mit dem Treffen von den Feuerbällen. Immerhin. Ich glaube, ich treffe die ganze Zeit. Wir werden es gleich sehen, wenn es einstürzt. So, ich glaube 9 oder so braucht man, ne? 9 Feuerbälle.
bisschen höher vielleicht. So, da ist ein Kumpel. Tschüss. Und da kommt noch ein Kollege. Daneben. Und tschüss. So, irgendwie habe ich das Gefühl, der Feuerball trifft doch nicht. Spucke ich gerade so große Töne davon, ne? Wie gut ich damit zielen kann. Nichts passiert. Na also, endlich. Oh, da ist Schwefel, den kann ich bestimmt mit E abbauen. Kann ich. Oh, gar nicht wenig. Ich dachte, es gibt nur einen Klumpen. Sehr gut. Ja, normalerweise hängen die ja über Lava. Das ist natürlich sehr erfreulich, dass es hier nicht der Fall ist. So. Dann, da. Shit, da komme ich nicht dran. Ah doch, so komme ich dran. So, und den letzten Klumpen auch noch. Da gehe ich nochmal hier drauf. So. Und sehr gut. Ja, das hätten wir auch. Ist hier oben vielleicht auch was drauf? Ich glaube aber nicht, ne? Nö. Gut. Da ist ein Erzturm. Da ist ein Spawner. Da auch. Und hier ist außerdem eine Festung. Soll ich da mal kurz reingucken, gucken, was es da zu looten gibt? Oder ist das zu risky? Ich habe keinen Plan. Ich gehe mal hin. Da liegt Loot. Nein, hier ist ein Zwerg gestorben. Bitte nicht. Ist das eine Base von den Zwergen? Nee. Hier gibt es ohne Ende Trauben. Hör damit. Mit allen, bitte. Wobei, eigentlich brauchen wir die gar nicht so dringend, ne? Mit unserer Zucht. Ich glaube, die kann man sehr, sehr, sehr gut nachzüchten. Also, extrem effizient nachzüchten. Ja. Das ist ein Askwind, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Das ist ein Stein. Gut. Ah, hier ist ein Erzturm. Direkt nebenan. Mhm. Abfarmen war. Wie sieht's mit Gewicht aus? Ist noch okay. Da ist ein Lava-Bubble mitten im Dingens. Ja, der soll da mal bleiben. Dich mache ich mal platt. Und noch einer. Tschüss. Ich hoffe, das hat jetzt keinen Schaden an dem gemacht. Und ich würde sagen, wir... Ja. Nicht lang schnacken, wa? Rüber da. Und rauf da. Halt. Den da erstmal. Da gehe ich mal hier rum. So. Perfekt. Dann nach oben. Sehr gut. Und hier drauf. So. Sehr gut. Und wir müssen natürlich, ne, auf der 5 habe ich mein Dingens. Scheiße, und hier fällt mir gerade auf, ich hätte eigentlich den Ausdauertrank mit Regeneration nehmen sollen, ne, wenn ich hier bin, damit ich richtig, richtig schnell meine Ausdauer wieder regeneriere. Aber ich kann auch einen Trank trinken. So wie jetzt. Ah, nicht ganz nach unten. Och, nö. Bitte noch nicht sinken. Das wäre sehr nett. Bin ich nicht hochgekommen? Da, ne? Da sind Kollegen. Nein, der sinkt schon. 7, 6 und buddeln, 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 buddeln. Ich habe so Angst. Flammenkern, Flammenkern. So. Das ist gar nicht gut, was ich hier mache, ne? Ah, ich habe Angst. 5. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hui. Oh Mann, ey. So, kann ich hier noch schnell? Ja, das wird nix. Komm schon. Ja. Ich habe so eine Angst auf dieser Lava, ne? Oh Mann. Lass mich daran, bitte. Na komm, na komm, na komm, sieg nach unten. Ja.
Ja, sehr gut. Und nicht viel weg hier. Oh Mann, Alter, mir geht gerade so die Düse. Hui! Wie viel haben wir? 21, naja. Huch, oh, Energieschild. Oh Mann. Huh, das war knapp. Komm mal schön her, mein Freund. Und tschüss. Da ist noch einer mit Stern. Ja, der macht ja auch die ganze Ruine kaputt. So. Tschüss. Aua, 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 aua. Ich hab Angst. Ich gehe mal weg hier. So. Und das bringe ich erstmal weg, ne? Schön erstmal ins Portal bringen. Ich zu dir mal. Tut er nicht, schade. So, dein Stuff bitte. Vorsichtig, dass er sich nicht eine Lavakuhle gebildet hat. Oh Mann. So, und dann euch nochmal. Sollte ich lieber Feuerbälle benutzen, ne? Wegen Flächendamage. Und außerdem kann ich damit weiter auf Distanz, besser auf Distanz treffen. So, einer hier. Einer da. So. Und Frost. Sehr gut. Dann her mit deinem Stuff. Und ich bring das Zeug jetzt mal weg. Da ist noch ein Krieger. Den muss ich auch noch mal kurz plätten. Na komm her. Hat einen Stern, ne? Hm. Geh ich mal näher ran, damit ich nicht so streue. So. Na komm, bleib stehen. Tschüss. Hör mit deinem Stuff. Oh, come on. Noch ein Bogenschütze. Aber ich glaube, die kommen von den Spawnern da hinten, ne? Ach so, das ist von dem Spawner, den ich mal irgendwann zerstört hatte, glaube ich. Das sind noch die Überbleibsel. Tschüss. Und nicht sie weg. Bevor mich hier noch mehr sehen. Dann schmeiße ich das kurz ins Lootloch und wir gehen die sofort weiter. Hm. Also hindurch. Hervorragend. Rübergerannt. Runtergeschmissen. So. Keine Samen gefunden. Von den Trauben. Schade. Und hier mache ich außerdem mal wieder Kampfmodus. Und ich repariere auch mal alles. Wie sieht's aus zeitlich? Ja, wir haben gerade Mittag. Alles gut. Und dann gehe ich mal hier. So. Und zum Galdr-Table. So. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir suchen ein bisschen weiter. Denn was uns ebenfalls noch fehlt, ist die eine oder andere Ressource. Zum Beispiel gibt es ja jetzt diese Steinportale. Wurde mir fleißig in die Kommentare geschrieben. Da habe ich immer noch keine Ahnung, wo wir den hier hinbauen sollen. Theoretisch unten im Keller, ne? Weil man muss den ja auf dem Boden bauen. Weil hier passt er ja, glaube ich, nicht rein. Keine Ahnung. Und außerdem in diesen Höhlen, meinte Daniel, wo wir ja letztes Mal drin waren, da war ja die, ne, die Ausbeute nicht so geil, aber da soll wohl bessere Ausbeute drin sein. Und deswegen, wenn wir so eine Höhle finden, nehmen wir die ab jetzt immer wieder mit. So, da ist ein Erzturm. Da ist ein Erzturm. Ich gehe zu diesem Erzturm, aber mache erstmal da den Spawner kaputt. Also nichts hier rüber geslidet. Ich baller mir mal die Ausdauernahrung. Oh, wir haben nur noch eine. Da ist eine Valkyrie. Ah! Gegen die habe ich noch nie gekämpft, ne? Es wäre, welcher Ort ist besser als hier, wo wir direkt ein Portal haben? Aber erstmal mal richtig platt. Kristallzucker. Verkohlter Zucker, also Karamell. So, und dann hier nochmal. Valkyrie, bitte nicht auf mich aufmerksam werden. Du darfst auf mich aufmerksam werden, bitte. So. Daneben. Und daneben. Wie schießt er eigentlich so viele Pfeile auf einmal? Was ist denn das für ein übelster Robin Hood? So.
Und dann kann ich hier den Feuerball benutzen. Treffer. Und einen noch. Treffer. Und der hier ist ja easy going mit... Wo willst du denn hin? Hier bin ich. Hallo. Wo läuft denn der von mir weg? Na gut. Vielen Dank. Und dann gehen wir hier lang. Oh oh. Ich verliere allmählich die Sicht. Da sehe ich den Spawner. Wollen wir uns mal kurz mit der Valkyrie anlegen? Weil die droppt doch bestimmt auch irgendeinen geilen Shit, den wir später brauchen. Ich habe allerdings natürlich auch Angst. Na komm, hier bin ich. Ah, Angst vielleicht nicht, aber gebührenden Respekt, sagen wir es so. Jo, hier lang. Und komm mal her hier. Oha, ja, die hat ordentlich Life. Aber ich habe auch ordentlich Damage. Oha, Alter, den darf ich uns bestimmt nicht treffen. So, ja, ist aber machbar. Ich sollte allerdings trotzdem natürlich vorsichtig sein. So, hier lang. Ich lade mal Ausdauer auf, Mana auf. Oh, Energieschild. So. Und Froststab. Und Attackos. Schöne Salve rein. Tschüss. Oh. Himmelsfeder. Federkranz. Federkranz. Daniel, du hast doch reingeschrieben, das ist die Erweiterung für die Dingens. Da muss ich sofort zurück und das bauen. Warte, warte, warte. Das war doch die Verbesserung für den Galder-Table, oder nicht? Ja, hier. Ah, dafür brauchen wir 8 Federn. Asquin-Trophäe. Aber die muss ich ja schon haben. Sonst würde ich das ja nicht bauen können. Hm. Federkranz. Aha. Valkyren. Also immer mitnehmen. So, du stirbst. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Wo kommen die denn her? Vom Spawner da hinten, ne? Glaube ich. Tschüss. Und er geht weg. Das ist sehr nett. Tschüss.